letzten Antiphon auf Weihnachten hin, ist heute Morgen in der Tageslesung der Messe schon angekündigt. In ihrem Hintergrund stehen zwei Stellen des Propheten Jesaja, die wir heute Morgen hörten, dass angekündigt wird, dass eine junge Frau ein Kind empfängt. Der Name ist Immanuel. Und dann singen wir gleich in der letzten O-Antiphon jene Stelle, die wir eben hören. Dieser Immanuel ist König, Gesetzgeber. Er wohnt bei seinem Volk, das frei von Schuld ist. Dieser alte Traum der Menschheit, dass die Gottheit nicht von der Ferne verehrt wird, sondern bei den Menschen ist, eine, wenn man so will, gesellige Gottheit. Ein altes kirchliches Gebet formuliert es für heutige Ohren sehr anstößig. Es sagt in einem Satz, und Gott wohnt in der katholischen Kirche. Da gehen wir heute schon als Katholiken eine schnellere Grenze. Aber wir müssen es genau beten und lesen. Ja, Gott wohnt dort. Aber zugleich sind wir diejenigen, die immer wieder neu rufen, komm. Wir können es nicht einfach bruchlos identifizieren. Kirche, die wissen darf, dass Gott zu den Menschen will und Gott zu den Menschen drängt, weil es Gott um den Menschen geht, sie ruft zugleich immer aufs Neue, komm. Sei du der Gott mit uns, geh mit uns unsere Wege, durchwandere mit uns die Täler der Schuld, da wo wir nicht mehr weiter wissen. Komm und sei du der Gesetzgeber, der Legiferoster, wie wir gleich sehen. Sei du der König in unserer Mitte, das Licht, das nicht untergeht. Wenn wir so ausgerichtet bleiben, dann sind wir selber helle Fackeln in unserer Zeit für das Kommen Gottes, der da sein wird. In einer Gegenwart, die wir vielleicht hier nie erfahren, nie so spüren können, wie sie wirklich da ist. Wenn wir morgen die Botschaft hören, Gott ist da. Er kommt zu euch, er macht euer Leben rein. Oh.